Ja, die Maschine ist egal. Okay. Du bist ja die einzige Maschine heute. Du bist komplett vom wilden Affen gebissen, oder? Ich weiß nicht, was die zwei miteinander haben, aber irgendwie scheint hier irgendjemand vom wilden Affen gebissen. Guten Tag, Björn. Hallo. Du bist einer der zwei Herausforderer, die der Christian zu schlagen bereit ist. Der Christian hat uns herausgefordert. Ach so, rum ist das? Ja, er hat sich ja beworben darauf. Wir waren ja gesetzt. Ihr wart gesetzt, okay. Also, der Christian hat sich beworben, um einen von euch beiden zumindest das Fürchten zu lehren. Ne, euch beide das Fürchten zu lehren und wie weit er euch Angst einjagen wird, wird man sehen. Wer von euch beiden ist denn der schwierigere Gegner? Du oder der Björn? Basti. Also, wir haben da uns beide unsere ganz eigenen Qualitäten in Schwierigkeit. Nee, ich habt eure eigenen Schwierigkeiten? Wir sind schon beide gut fit. Also da. Wo siehst du die Schwächen von Basti? Wo kann man den schlagen? Berghoch. Berghoch? Ja. Und wo sieht man seine Stärken? Bergrunter. Das heißt, zusammen wärt ihr eigentlich der bessere Gegner? Nee, da haben wir doch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das ist schon, also hier musst du ja schon extrem so auf deinen eigenen Rhythmus achten, sonst gehst du ziemlich schnell kaputt. Wie viele Runden hast du beim letzten Mal? 17. Also meine Frau hat gesagt, 20 müssten schon drin sein dieses Jahr. Okay. Sind die Scheidungspapiere, spielt das eine Rolle? Nee. Nee? Nein. Weil du die 20 schaffst? Richtig. Ja, super Bedingungen, hat gerade noch kurz geregnet und jetzt ist recht angenehm von Temperaturen. Was soll dagegen sprechen? Wie sehr hat dich die Transalp geschwächt? Also wie müde bist du noch? Ich habe dich in den letzten Tagen im Büro gesehen, da hatte ich schon so ein bisschen Eindruck, na, also ob der wirklich richtig wach ist, der Björn? Ich weiß ja, dass du immer stets um mich besorgt bist, aber ich fühle mich fit. Ja, ich habe eigentlich eine Woche danach ziemlich ruhig gemacht, war danach noch mit unserer Mittwochsrunde ein bisschen ballern. Und es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Du kannst natürlich jetzt buckern. Mit der Sonnenbrille erkennt man ja deine Augenringe, nicht? Ne? Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geschickt gemacht. Und ich habe dich auch die letzten Tage fast nur mit Sonnenbrille gesehen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja. Also du bist einfach völlig fertig. Eigentlich kannst du nach Hause fahren, oder? Das Poker. Warte mal, komm, für die Töffer, kommst du vielleicht auch kurz? Der Töffer ist nämlich der Kollege, der mit dem Björn zusammen die Transalp gefahren ist. Wo sind die Schwächen vom Björn? Teilweise bergauf, aber bergab reißt das wieder voll raus. Von daher. Also im Prinzip. Der erste Teil der Strecke ist so ein bisschen seins, der zweite Teil der Strecke nicht. Und der dritte Teil, das Flachstück, da rollt er einfach mit. Oder wie denkst du seine Strategie? Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, letzte Part, was ist das? Wie heißt denn das Stück da oben? Höhe. Döttinger Höhe. Döttinger. Auf jeden Fall Windschatten suchen als Solofahrer, kenne ich aus eigener Erfahrung. Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam ein paar Runden zu drehen. Hand in Hand? Auch Hand in Hand. Vielleicht auch Fuß an Fuß. Was denkst du, wie sehr hat ihn die Transalp geschwächt oder hat sie ihn nach vorne gebracht durch den Trainingseffekt? Nein, das war ein super Training als Vorbereitung hier. Auf wen würdest du von den dreien unbekannterweise jetzt beim Christian setzen? Auf den Basti oder auf den Björn? Ganz schwere Nummer. Der Björn hat diese Saison richtig gut zugelegt. Ich finde nicht, dass er so dick geworden ist. Also das finde ich jetzt eine böse Unterstellung. Es ist eine Unterstellung. Ich glaube, der Basti schafft es immer wieder, sich kurz und knackig richtig gut vorzubereiten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass der Björn dieses Jahr vielleicht ebenbürtig ist. Okay, also man muss dazu sagen, der Zoffer ist natürlich nicht ganz neutral. Auch wenn er sich selber hier den Anschein gibt, ein Neutraler zu sein. Björn, in erster Linie wünsche ich dir ganz viel Spaß, dass du vor allen Dingen gesund durchkommst. Das ist ja das A und O. Ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, ist dann ja egal. Kein Kommentar. Hauptsache, du hast Spaß, kommst gesund wieder an und wir können dann nach der Zieldurchfahrt entweder mit einem sehr glücklichen Björn, weil er Erster geworden ist, oder weniger glücklichen, weil er Zweiter geworden ist, oder unglücklichen, weil er Dritter geworden ist, aber auch so gesunden Björn sprechen. Das auf jeden Fall, hoffe ich doch. Also fit sollten ja alle wieder ankommen. Okay. Und, Hauptsache, also man fährt ja am Ende des Tages jetzt for real eigentlich immer nur gegen sich selber. Also was anderes kannst du hier nicht tun, wenn du auf andere Leute guckst, du musst immer auf dich selber schauen. Und, alles klar. Das ist das erste Ziel. Ansonsten sehen wir uns morgen früh auf der Strecke, hoffe ich doch. Ja, mich nicht. Ich sitze hier schon mit dem Kaffee und gucke dir zu. Oder ich bin nicht bekloppt. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Danke.